und herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Forza Motorsport 1. Heute habe ich mir überlegt, fahren wir hier die FH-Meisterschaft. Und wir haben auch schon zwei Fahrzeuge im Parcours. Wenn wir jetzt hier einmal die Y-Taste drücken, dann sehen wir auch die Gegner. Und ich denke mal, unser Toyota Altezza ist für die Meisterschaft auch perfekt geeignet. Wir haben hier als Auswahl hier einmal unser Altezza und im Pontiac GTO. Wenn wir den Wagen nehmen, sind wir ein bisschen overpowered, deswegen werde ich mal jetzt hier unseren Altezza wieder nehmen. Also den Wagen haben wir ja am Anfang gekauft und gucken uns mal hier die Strecken an. Okay, wir haben hier, ich glaube, die Strecke ist neu für mich, aber die Strecke kenne ich von Forza 7 und ja, Laguna Seca kennen wir auch sehr gut. Von GT4. Ich bin mal auch hier auf die Forza Motorsport Variante von Laguna Seca sehr gespannt. Ob die auch so grün ist wie in GT4, ich denke mal nicht, weil hier ist Tsukuba zum Beispiel. Tsukuba sieht hier in Forza so richtig, richtig vertrocknet aus. Bin ich mal gespannt und ich hoffe, dass wir jetzt nicht vom Platz 1 ausstarten. Das wäre wieder sehr, sehr, sehr extrem lame. Wenn das jetzt der Fall ist, ey, dann fresse ich einen Besen. Ich habe keinen Bock mehr extra ein schlechteres Auto zu kaufen dafür. Und, oh ja, wir starten von Platz 6 jetzt, das ist gut. Ich hoffe aber, dass wir jetzt nicht zu langsam sind, dann. Ich sehe da, achso, ich dachte, der da vorne wäre ein S2000. Das wäre zu krass gewesen, wenn wirklich hier ein S2000 mitfährt. Aber wir haben uns ja die typischen Gegner uns angeguckt. Und schon fast alle am Start überholt, das ist sehr gut. Und hier, die Kurve ist definitiv anders als in GT4, weil wir fahren hier die Kurve nicht so spitz wie in GT4. Immer diese Vergleiche, aber tut mir leid, ich möchte gerne das Spiel jetzt mit GT4 vergleichen. Ich als Noob hier, als Neuling, meine ich. Oh, der fährt aber die Kurve sehr langsam. Ich als Neuling analysiere gerne mal halt auch Spiele mit anderen Spielen, vergleiche die Spiele und... Ich meine, Forza Motorsport 1 kam ja im selben Jahr raus als GT4. Dementsprechend mache ich auch gerne Vergleiche und das sieht, also hier, die Stelle, das haben die 1:1 von GT4 abgeguckt. Was aber jetzt auch nicht schlimm ist, finde ich. Ich weiß nicht wieso, aber das ABS fehlt mir extrem hier. Es ist so komisch zu bremsen hier. Das ist das Einzige, was mich extrem stört. Die Traktionskontrolle und so weiter, die kann von mir aus ausbleiben. Das ist in Ordnung. Ich glaube auch sogar schneller. Nur, wenn ich bremse, das fühlt sich immer so, da fühle ich mich immer so unsicher. Ihr kennt dieses Gefühl bestimmt auch, ne? Wenn ihr mal Forza Motorsport 1, ja, auch ohne ABS fährt, ey, glaubt mir, das ist echt schlimm. Also, in Forza Motorsport 7 übrigens, da... bremse ich immer, also habe ich überhaupt keine Pfeifen an, auch nicht mal ABS und da finde ich sogar ABS, ohne ABS fährt man auch schneller sogar auch und ist auch ein bisschen sicherer. Bin mal gespannt, ob die das in Forza Motorsport 2 geändert haben. Dazu werden wir aber auch ein bisschen brauchen jetzt wahrscheinlich. Ich meine, wir haben nur 3,5% aktuell durch, geht aber schneller vorne als GT4, definitiv. Wenn nach so einer Meisterschaft, die ja 30 Minuten dauert durchschnittlich bei GT4. Oh, fast hätte ich mich verbremst. Da... Was wollte ich jetzt sagen? Ja, da dauert so eine Meisterschaft ja 30 Minuten mindestens und wir kriegen dann nur 8% oder 0,8%. Also gehen wir schneller, definitiv schneller voran hier. Und Finish. Das war jetzt eine entspannte Meisterschaft im Gegensatz zur letzten Meisterschaft. So, wir haben Level 10 erreicht, Ford und Panots. Sie haben jetzt eine gute Verbindung zu den nordamerikanischen Hersteller Ford und Panots. Jetzt können sie im Fahrzeughändler neue Modelle von Ford. Ah! Außerdem schickt ihnen die Firma auf Ford muss. War das Mustang jetzt? Ja, ich glaube schon. Wir kriegen ein Auto. Ford Mustang GT. Nice. Ja. Ich glaube, genau exakt dieses Fahrzeug, nur in Gelb, fährt auch mein Nachbar. Der hat auch einen Ford Mustang. Fahren Sie Rennen im Profi-Modus. Sie haben die Profi-Rennen im... Ach so, ja.
Diese Rennen sind sehr schwierig und haben harte Zugangsbedingungen. Ach so, dafür sind die Preisgelder für die Sieger aber auch erheblich höher als in den offenen Amateurklassen. Ach so, also das ist jetzt so gewollt, dass man hier bei Amateurliga die Rennen, sag ich mal, mit ein overpowertes Fahrzeug dann gewinnen kann. Aber dann bei Profiliga, das müssen wir uns mal gleich einmal anschauen. Wir werden aber, glaube ich, heute noch keine Profirennen fahren. Wir werden ein bisschen jetzt hier unsere Zeit verbringen, jetzt beim Amateur. Ich meine, ich bin ja noch ein Amateur hier bei Forza Motorsport 1. Und vielleicht im nächsten Part können wir ja mal ein Profirennen auch fahren. Und ich glaube, da ist es auch gut, dass wir dann auch da irgendwelche Limitierungen haben. Zum Beispiel irgendwie, dass nur maximal Stufe D-Wagen oder so oder Stufe C-Wagen mitfahren dürfen. Weil ich möchte jetzt hier, ich mache das jetzt hier so künstlich, ich nehme jetzt künstlich ein langsameres Auto, damit die Rennen ein bisschen spannender sind. Und immer am Start kriegen wir einen leichten Motorschaden. Aha. Ja, aber jetzt nicht so schlimm, wir fahren ja nur zwei Runden hier. Und hier, die Strecke kenne ich eigentlich noch sehr gut. Bin aber schon lange nicht mehr hier gefahren in Forza 7. Oha, die machen schon Druck hier. Oh. Ich hoffe, das haben wir nicht gehört, aber das hat man bestimmt gehört, wie ich gerülpst habe. Und ich habe leicht abgekürzt. What? 800stel habe ich jetzt abgekürzt angeblich. Oh nein, jetzt habe ich Schluck auf wieder. Das passiert immer, wenn ich zu viel rede oder zu schnell rede. Ja. Also vom Layout her kenne ich die noch, die Strecke, sehr gut. Von der Umgebung her sieht die schon ein bisschen anders aus. Ich meine, hier rechts, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber hier rechts sind mehr Bäume als in 7, Forza 7. Ich sag jetzt immer Forza übrigens, so Forza Motorsport. Ist angenehmer zu sagen, definitiv. Auch wunderschön, also die haben es drauf. Turn, die haben es drauf, also eigene Strecken zu erfinden. Gefällt mir auch. Also ich glaube, so eine Strecke wird es wahrscheinlich in Real Life nie geben, vom Aussehen her. Wäre da ein bisschen zu abgespaced, aber dennoch... Geil. Ja, jetzt muss ich hier aufpassen, hier fährt man bergab runter, das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier so tricky ist, wie in 7. So, jetzt hier auf die Rechtskurve muss man sehr aufpassen jetzt. Okay, geht. Geht. Ich glaube, es ist auch erstmal eine richtige Entscheidung, dass wir hier auf Mittel fahren. Schwierigkeitsstufe Mittel. Denn... Ja, zwar kenne ich die Strecke jetzt und die nächste Strecke, die wir fahren, Laguna Seca, kennen wir auch sehr gut. Ich möchte aber jetzt nicht so übertreiben, ne? Weil wir fahren ja auch schon komplett ohne Fahrhilfen. Und Jump! Nee, wir springen leider nicht. Schade. Aber jetzt. Nee, auch nicht. Okay, dann eben nicht. Übrigens, was ich auch noch festgestellt habe, ja, da ich das ja auf einer Xbox 360 spiele und das Spiel ja emuliert wird, ich habe festgestellt, beim Corvette C6, da bin ich mal mit dem Wagen mal ein Rennen in Arcade-Modus gefahren. Der hat keinen Motorsound. Und das ist ein Bug, definitiv ein Bug. Ich hoffe, dass wir im Verlauf des Let's Plays jetzt nicht dazu kommen, Autos zu fahren, die überhaupt keinen Motorsound haben. Wie gesagt, das wird alles hier emuliert und echt eine beachtliche Leistung definitiv, was die Entwickler, oder nicht die Entwickler, sondern Microsoft allgemein, also die Entwickler von Microsoft, in der Lage waren, so einen Emulator hierzu darzustellen. Ich meine, bis heute gibt es auf dem PC keinen anständigen Emulator. Und ja, die Xbox 360, die ist ja jetzt heutzutage jetzt nicht die leistungsstärkste Konsole. Die ist ja, jetzt nicht sonderlich schnell, sonderlich gut. Die kann ja auch nur 720p maximal auflösen. Aber Respekt, was die Entwickler also geschafft haben hier. Für eine richtige, also eine richtig tolle Emulation. Emulator haben die hier gebaut. Ich meine, heutzutage, wenn man mit einem RTX 2080 Ti
ein Xbox-Spiel zocken möchte und ein i9 9900 zum Beispiel und das auf dem PC emulieren möchte, stürzt jedes Mal ab und läuft auch nicht so flüssig, ne? Aber ich habe auch nochmal mich ein bisschen recherchiert, also Architektur ist halt schon sehr kompliziert von der Xbox und das Interesse ist jetzt nicht sonderlich groß, Xbox-Spiele zu emulieren. Also es gibt halt nicht so viele Entwickler dafür, die sich dafür interessieren. Deswegen, ja, aktuell nicht so ein tollen Emulator existiert für den PC. Aber ich bin der Meinung, man soll auch die Spiele alle auf Original-Hardware zocken. Okay, ich spiele jetzt nicht so ganz auf Original-Hardware. Ist ja jetzt nur, ist ja die Xbox 360 und ist ja ein Xbox-Spiel. Dennoch, das hat ja Microsoft irgendwie entwickelt, diesen Emulator. Von daher bin ich der Meinung, ja, kann man dennoch dann so zocken. So, jetzt genug über Technik gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch für Technik interessiert. Wir gucken uns mal hier die Strecke an. Ja, die sieht wesentlich trockener aus und auch realistischer aus als in GT4. GT4. Denn in GT4 war die viel zu grün, die Strecke. Und guck euch, das ist ja, wir sind ja auch mitten in der Wüste, oder? Ich meine, Laguna Seca befindet sich ja mitten in der Wüste. Und da ich die Strecke ja zum Glück ja sehr gut kenne, kann ich ja ein bisschen Smalltalk jetzt mit euch führen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Strecke hier lasergescannt ist. Oh mein Gott, es ist immer so schlimm hier bei so langsamen Fahrzeugen. Ich weiß gar nicht, in welchen Gang ich immer fahren soll. Die sieht aber, finde ich, sehr gut aus. Also ich denke schon, dass die irgendwie gescannt wurde, die Strecke hier. Ten, die sind auch bekannt dafür. Also die, alle, also eigentlich alle Strecken. Oh nein! Alle Strecken. Also echte, reale Strecken. Sind ja alle lasergescannt. Und ich denke mal, die haben schon mit Forza Motorsport 1 damit angefangen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ich meine aber, die Nordschleife hier zum Beispiel ist jetzt nicht lasergescannt. Da Turtan aber jetzt, ja, die kommen ja aus Amerika. Und die haben ja, die können ja wesentlich einfacher amerikanische Strecken laserscannen als europäische. Dann müssen die extra dahin fliegen. Joa. 6 Sekunden Strafe bekommen. Aber zum Glück nur für, auf die Rundenzeit. Was ich auch eigentlich total dumm finde, weil wir haben da definitiv jetzt nicht abgekürzt. Im Gegenteil, wir haben da sogar Zeit verloren. Und der ist direkt hinter uns. Mist. Ich werde immer so nervös, wenn einer hinter mir fährt. Und mache dann auch schneller Fehler, glaube ich. Das ist so, glaube ich, meine größte Schwäche in Sim Racing, wenn einer hinter mir die ganze Zeit fährt, dass ich dann recht schnell nervös werde und ja, ich dann auch mich öfters verbremse, weil ich die ganze Zeit auf den Rückspiegel achte. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, weil ich das ja so ein allgemeines Ding. Ich meine aber, dass ich irgendwie gefühlt der Einzige bin, immer, wenn ich Online-Rennen fahre oder so. Da kann man mich relativ leicht überholen. Also das ist meine größte Schwäche. Und wenn ihr eines Tages mit mir irgendwo ein Rennen fährt, kennt ihr jetzt meine Schwäche. Oh mein Gott. Ihr kennt mein Handicap. Einfach die ganze Zeit schön immer mit Lichthupe mich anblinken. Und dann zack, bin ich sofort, ärgere ich mich darüber und dann bin ich tot. Ah! Okay. Also ich finde die Strecke echt gelungen. Die sieht super aus. Gefällt mir hier. Laguna Seca. Und zack, die Bohne. Wir haben die Meisterschaft ohne Probleme bestanden. Yay. Endlich mal. So, machen wir mal direkt weiter. Wir gucken uns mal auch vielleicht ein paar Wiederholungen eventuell an. Also eine Wiederholung gucken wir uns schon auf jeden Fall an. Und wir gewinnen einen Silica. Ja. Ist aber nur D4, ne? D3. Ist jetzt nicht sonderlich schnell, der Wagen. Sind wir hier schon mal eine FF-Meisterschaft gefahren? Ja, FF sind wir schon gefahren.
Ja, komm, wir haben noch ein. Wir haben zwei Allradfahrzeuge. Was haben wir noch für ein Fahrzeug hier? Ach so, ja, ein Subaru, stimmt. Aber D4 nur, das ist ja mega grottenschlecht, ne? Welche Gegner fahren da denn hier mit? Ich glaube, wir nehmen mal unser Subaru und tunen da eine Kleinigkeit, so dass wir auf die 1 kommen dann. Ich glaube, ich muss den Wagen erstmal laden, ne? Damit wir dann hier. Ja, was tun können. Einsteigen, verkaufen, Details. Oh, gibt es eine Fahrzeuggeschichte? Achso, wir können dann sehen, wie viele wir gefahren sind hier. Okay. Zahl der Vorbesitzer. Was ist das für eine Zahl? Egal, wir steigen mal hier ein. Ja, möchte ich bitte. Ich habe jetzt nicht auf Verkaufen gedrückt. Nein, habe ich nicht. Zum Glück. Und wir werden mal hier eine Kleinigkeit bauen. Ich würde sogar sagen, so wie beim Integra, will ich hier Stufe 1 Turbo vielleicht kaufen. Ja. Da haben wir auch direkt schon unser D1 hier. Und wir haben schon 74.000 Credits. Also ich spare schon verdammt gerne Geld hier ein. Also ich habe auch gesehen, ich habe euch doch, glaube ich, gar nicht hier einen Händler hier gezeigt. Da können wir ja mal... Gibt es denn noch einen Autohändler hier? Ich glaube, wir müssen hier rausgehen dann, oder? Ja, Autos kaufen. Da gibt es hier übrigens, das finde ich auch sehr schön hier geordnet alles. Hier nach Nationen geordnet halt, ne? Wir gucken uns mal... Ich habe da gesehen, da gibt es eine amerikanische Meisterschaft, deswegen... Was? Ja, stimmt, Porsche gibt es hier. Habe ich total vergessen. Ja, cool. Das ist schon eigentlich zu der Zeitpunkt schon recht selten, dass man außerhalb von EA-Spielen schon Porsche bei anderen Rennspielen sehen kann. Ja, wir können uns vielleicht eventuell mal amerikanisches Fahrzeug kaufen. Denn es gibt ja auch eine amerikanische Meisterschaft, aber das werden wir dann erst später machen. Euch einmal kurz hier den Autohändler gezeigt. Wir werden aber jetzt direkt hier wieder ein Rennen fahren. So. Ja, genau, diese Meisterschaft möchte ich dann eventuell im nächsten Part auch fahren. Gucken wir mal. Silverstone, Road Atlanta und Blue Mountain. Oh, Blue Mountain wieder. Ja. Also Blue Mountain habe ich ein bisschen Schiss jetzt. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht so schnell sind wieder mal. Ne? Dasselbe Problem wie im letzten Part. Wir haben eigentlich die ganze Zeit immer von Pole Position gestartet. Ich hoffe, dass wir jetzt hier von Platz 4 wieder starten. Das war ja sehr optimal gerade. Bei der FH-Meisterschaft. Da sind wir doch vorhin FH gefahren, oder? Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Ich hab's vorhin vergessen, dass wir vorhin gefahren sind jetzt, meine ich. Und natürlich starten wir von Platz 1. Ist doch klar. Mein Gott. Boah. Das war jetzt aber nicht gut, der Start. Ja, einfach außen rüber holen. Und das ist ja die kurze Variante von Silverstone. Also müssen wir gleich nach rechts lenken. Aber war schon dringend notwendig, mit dem Wagen hier, Turbo 1 einzubauen. Damit wir überhaupt hier vorankommen. Ich glaube, die sind schon schnell hier. Ja, der ist direkt hinter uns. Oh mein Gott. Ja, die Gerade hier, die gibt es ja bis heute, weil hier fährt ja aktuell, die Gerade fährt ja aktuell die Formel 1. Und die Gerade existiert schon eigentlich schon mehrere Jahren. Haben die aber beim alten Layout von Silverstone ja nie benutzt. Ne? Nochmal so eine Geschichtsstunde von mir, von GameEcht. Silverstone wurde ja umgebaut, ich meine, das war ja 2011 oder so, 2010, 11, 12, irgendwann so. Wurde die Strecke ja ein bisschen umgebaut. Da haben die eine Passage komplett entfernt, sag ich mal, und neu gebaut. Das ist ja nach der Gegengerade, diese Schikane, und da ist schon die neue Boxengasse komplett neu gebaut. Und da wir ja in Forza Motorsport 1 zocken und das Spiel ja 2005 erschienen ist, fahren wir natürlich hier auch die alte Version von Silverstone. Und noch so als Fun Fact. Jetzt hole ich wieder mal einen Fun Fact raus für die heutige Folge. iRacing. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr iRacing kennt. iRacing ist so die größte Simulation überhaupt.
da fahren ja die ganzen Weltfahrer, also die Welt, also echte Fahrer, auch iRacing gerne mal. Und iRacing bietet bis heute noch, glaube ich, war das bis heute? Immer noch die alte Version von Silverstone. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Strecke, die neue Version von Silverstone, schon mal vor 10 Jahren Leser gescannt haben oder vor 9 Jahren, nie aber die Strecke veröffentlicht haben. Also wahrscheinlich, weil ich noch nicht damit angefangen habe, die Strecke auch zu modellieren und alles, ne? Aber Silverstone, so die krasseste Simulation überhaupt, hat immer noch die alte Version von der Strecke. So, mein Funfact für heute. Ich denke mal, morgen werde ich wahrscheinlich wieder einen Funfact rausdroppen. Ihr kennt mich ja. So, Road Atlanta. Jo, auch eine wunderschöne Strecke. Kenne ich auch sehr gut von Forza Motorsport 7. Und auch gefühlt die einzige Rennserie, die auch, also Rennspielserie, die auch Road Atlanta anbietet. Mir fällt sonst kein anderes Spiel mehr ein. Das auch, wo man auch dann auf Road Atlanta fahren kann. Das gleiche auch mit zum Beispiel Road America oder so. Da gibt es ja auch für Assetto Corsa viele, viele Mods. Aber sonst fällt mir kein weiteres Spiel ein. So, Rennen starten. Und ach ja, stimmt, hier auf dieser Strecke ist ja die Framerate miserabel. Also nicht wundern, wenn gleich das Spiel nach der ersten Kurve sehr, sehr langsam läuft. Das liegt nicht an YouTube oder so, das liegt wirklich an der Xbox. An der Xbox 360. Und zwar sollte jetzt das Spiel mega ruckeln. Jawoll! Forza Motorsport Slow-Mo Edition, ey. Geil, Martico. Aber geht jetzt einigermaßen. Ja, ab hier. Merkt man das richtig. Ich verstehe es aber auch gar nicht. Warum ist das Spiel hier auf dieser Stelle so ruckelig? Ich meine, wir fahren ja zum Beispiel unter anderem auf New York. Und New York ist, glaube ich, schon eine anspruchsvollere Strecke für die Hardware als Road Atlanta, oder? Okay, die Bäume sehen hier links schon relativ gut aus sogar. Aber jetzt geht's. Jetzt ist die Performance in Ordnung. Also ich muss auch gestehen zu euch, ich bin schon ein richtiger FPS-Nazi. Also jetzt kein Nazi, sondern FPS-Nazi, also so FPS halt. Weil ich verdammt gerne ein flüssiges Spiel haben möchte. Weswegen ich auch Gran Turismo, die ersten vier Teile von Gran Turismo auch liebe, weil die Spiele halt so flüssig laufen. Ab 5 und 6 wiederum meh, Sport wesentlich besser. Und für mich ist halt wichtig, dass ein Spiel auch verdammt flüssig läuft. Und das hat Microsoft, oder Turn 10 besser gesagt, auch sehr richtig gut drauf. Okay, jetzt das ist jetzt ein nicht so gutes Beispiel hier. Ich denke mal, die originale Xbox, auf der originalen Xbox läuft das Spiel wahrscheinlich flüssig mit 30 FPS. Aber ab Forza Motorsport 2 haben die angefangen, wirklich an der Performance auch richtig hochzuschrauben. Da laufen die Spiele schön mit 60 FPS und das auch mega flüssig. Ich kann euch wärmstens mal Digital Foundry empfehlen. Die machen ja so Videos, analysieren Spiele, wie die so halt aufgebaut sind und alles drum und dran. Und die sind auch, die vergöttern ja auch Turn 10, wie die es hinkriegen, Spiele so flüssig laufen zu lassen. Meine, die Xbox One ist jetzt nicht die stärkste Konsole in der Generation gewesen. Die war auch sogar eigentlich an sich nicht wirklich nicht so toll. Von der Hardware jetzt, meine ich. Aber dennoch laufen die ganzen Forza Motorsport-Teile schön mit nativ 1080p und 60 FPS. Und die haben mal gesagt, die haben das Spiel 10 Stunden, über 10 Stunden gezockt und die haben nie, wirklich gar keine FPS-Drops getrackt. Das ist auch wirklich eine wahnsinnig gute Leistung. Und ich bin mega auf das neueste Spiel auch gespannt. Vermutlich Forza Motorsport 8. Ah! Auf die L1-Taste kann man hier die
gucken, wie die Temperaturen sind und so weiter. Ah, sehr interessant. Also ich sage immer L1-Taste, aber ich meinte eigentlich die linke... Wie heißt die Pass-Taste? Keine Ahnung. Allgemein, ich sage immer zu ganzen... Also wenn ich auf den Xbox-Controller zocke und ein Kollege dann sage, welche Taste er drücken soll, um was irgendwas zu machen, dann sage ich immer die PlayStation-Symbole. Also statt die A-Taste sage ich jetzt, würde ich zu den Kollegen sagen, X-Taste. Obwohl, ja stimmt, hier gibt es auch eine X-Taste, aber das ist dann hier sozusagen die 4X-Taste dann. Oh mein Gott. Ich kenne die ganzen Symbole nicht auswendig. So, und dann fahren wir jetzt wieder auf die... Oh mein Gott, auf die Strecke hier. Ich glaube, wir fahren hier aber rückwärts, ne? Weil, ja, wir fahren jetzt rückwärts. Stimmt. Das ist ja auch bei Forza so, dass man auf Originalstrecken auch mal rückwärts fahren darf. Was ich wiederum eigentlich nicht so cool finde. Da können die Entwickler auch schön sagen, so, ja, wir, also, die vergrößern sozusagen künstlich die Streckenanzahl bei einem Rennspiel. Besonders schlimm finde ich das bei Grid. Kannst du auf jede Strecke rückwärts fahren, auch sogar hier auf Nürburgring. Und ich bin da echt froh, dass man dort nicht, Nürburgring rückwärts, also die Nordschleife, rückwärts fahren kann, weil die Nordschleife nicht in Forza existiert. Und das erinnert mich sowas von Barfirst jetzt. Also das ist jetzt definitiv Barfirst. Auf dieser Richtung kann mir doch keiner sagen, dass es nicht Barfirst ist, oder? Also als Nachmache jetzt, ist besser gesagt. Okay, ich muss aber dennoch die Strecke noch ein bisschen kennenlernen, weil vor allem die Fahrrichtung, die kenne ich ja jetzt nicht so. Und ich glaube, der Audi TT-Fahrer macht hinten schon Druck. Ich höre die ganze Zeit. Ja. Jetzt fehlt hier seine Schikane hier. Wie ein Forza, wie ein Barfirst. Ich glaube, die Schikane ist... Oh, wow! Oha. Das ist die Schikane. Die Fake-Schikane. Vom Barfirst. Haha, jetzt berg runter und links fahren, ne? Das ist genau Barfirst-Style, ey. Geil. Also ich finde es wirklich nicht schlimm. Ich finde es im Gegenteil sogar echt cool, mal eine andere Version vom Barfirst zu fahren. Und jetzt kommt natürlich, ja genau, jetzt kommt noch die Gegengerade gleich, ne? Ja, ja. Übrigens total unnötig, die 7 Sekunden Zeitstrafe. Ich meine, wir haben niemals 7 Sekunden als aufgeholt. Im Gegenteil, wir haben sogar ein bisschen verloren, als wir da versehentlich abgekürzt haben. So, jetzt, ich hoffe, dass wir jetzt hier die Kurve Vollgas nehmen können. Ja, einigermaßen. Sauber. Was ich auch einigermaßen komisch finde, normalerweise bei Rennspielen, wenn man hier manuell fährt und das mit dem Controller dann auch spielt, normalerweise hochschalten ist ja hier... wäre jetzt hier in dem Fall auch die Kreistaste, also ich sag jetzt die Passion-Symbole, weil ich keinen Bock habe, auf meinen Controller runter zu gucken. Und die, also normalerweise hochschalten ist die Kreistaste und runterschalten ist, meine ich, doch die Kreuztaste gewesen, ne? Und bei Forza Motorsport ist das komplett anders, also nicht komplett anders, aber hochschalten ist dann hier wiederum Kreistaste, das ist ja normal. Runterschalten ist aber dann die X-Taste. Die 4X-Taste, meine ich. Ich habe jetzt doch auf den Controller unten geguckt. Also runterschalten, Viereck. Das habe ich bei keinem anderen Rennspiel so gesehen. Und als ich zum ersten Mal Forza Motorsport gezockt habe, den 6. Teil, und ich da unbedingt manuell fahren wollte, musste ich mich erstmal ein bisschen daran sogar gewöhnen, mich umstellen, so zu fahren. Aber ich finde eigentlich das so an sich richtig cool.
Weil das ist ja eigentlich, das wird, stellt ja, glaube ich, so ein Lenkrad da. Wenn man Sigi mit Zelda schaltet, die Schaltwippen halt, ne? Rechts hochschalten, links runterschalten. Und das gleiche möchte sozusagen Turn 10 ja auch simulieren. Und hier leider kann man nicht mit Kupplung hochschalten. Ich meine, es ist aber ab Forza Motorsport 2 oder so, glaube ich, dann auch mit integriert worden, dass man mit Kupplung spielen kann. Das mache ich ja auch in Forza Motorsport 7. Ich drücke auch noch die Kupplungstaste dazu. Ist schon cool, dieses Gefühl, auch mal die Kupplung auch mit zu betätigen. Da muss man aber dringend die Tastenbelegung ändern. Weil die Kupplung ist eigentlich bei der L1-Taste. Man kann aber dann hier die L1-Taste mit der, also die Kupplung mit der Handbremse tauschen. Weil Handbremse ist normalerweise die Kreuztaste. Also auch hier wieder, ich sag nur die PlayStation-Symbole. Und da kann man schön zwei Tasten gleichzeitig drücken, um hoch und runter zu schalten. Einmal die Taste, die man halt benutzt für den Schalten, also hoch oder runter. Und dann einfach noch gleichzeitig die Kupplungstaste mit einem Daumen nur. Nopi, sie haben jetzt eine gute Verbindung zu Nopi, Turbo- und Kompressorsystem. Oh, für alle Fahrzeuge 10% Rabatt. Ich glaube, wenn wir hier das Spiel zu 100% durchzocken, kriegen wir, glaube ich, alles sogar umsonst dann, ne? So, oh, Nissan 240. Ja, nicht schlecht. Aber D4 ist aber recht niedrig kategorisiert, ne? D4 ist jetzt nicht sonderlich schnell. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ne? Ich sag jetzt schon mal Tschüss. Warte, bevor wir aber jetzt uns verabschieden, schalten Sie Ihren eigenen Soundtrack an. Aha. Ich höre aber meistens nie Musik, wenn ich spiele. Ja, dann, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat heute, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wenn ihr neu seid, ich mache noch ein Gran Turismo 4 Let's Play. Ne? Und ihr Interesse habt, dann würde ich mich auch ebenfalls über ein Abo freuen. So, ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, bis dann. Ciao, ciao.